Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge The Evil Within. Und beim letzten Mal sind wir hier gelandet. Und wie ihr wisst, sind hier vorne diese anderen komischen Viecher draußen. Ich weiß nicht, ob die immer noch da sind. Aber die haben mich in der letzten Folge natürlich gekillt. Okay, und wir sehen es genau. Hey, sieh da! Das Mädchen! Wo ist es? Können wir sie überspringen? Können wir nicht. Oh. Leider nicht, müssen wir uns nochmal angucken. Macht ja aber nichts. Ich glaube, wir können die nicht kennen. Ich glaube, wir müssen vor denen weglaufen. Das machen wir jetzt auch. Ja, da können wir nur weglaufen, ich glaube. Scheiße. Ah, der. Schieb mal auf die. Ich versuche einfach abzuhauen jetzt. Sie kommen zumindest auch die Treppe hoch, wie man sieht. Das bringt gar nichts. Okay. Ich kann hier durchs Gitter nicht schießen, leider. Kann ich hier schießen? Kann ich auch nicht. Geht eigentlich, das ist ja blöd. Schade, sonst hätten wir die jetzt da gehabt auf jeden Fall. Hängt da irgendwie fest. Unten ist ja auch einer, sind sogar drei, wie man sieht. Okay. Hoch kommen die nicht, anscheinend. Dann müssen wir die langsam killen gleich. Warten wir mal ein bisschen ab, bis sie mich vielleicht nicht mehr sehen. Aber keine Munition mehr drin. Warte mal, vielleicht können wir eine Flasche werfen, dass sie weggehen. Das sieht die gar nicht. Ah doch, da gehe ich hin. Okay. Aber die kommen echt die Leiter nicht hoch, ne? Okay, kommt auch die Leiter hoch. Eine Viech ist auf jeden Fall schon tot, ne? Na gut. Da kommt das letzte.
Komm her, du Bastard. Okay. Ah, komm. Ach krass, ich hab den auch noch gekillt mit dem Messer. Wie gut ist das denn? Mist, wieder verloren. Ob ich jetzt wenigstens O'Neill erreiche? Ja, das wissen wir nicht, aber ich habe auf jeden Fall alle meine Munition wieder weggeballert. Sebastian hier. Sie leben noch? Ich meine, Sie leben noch. Gut. Konnten Sie den Kern finden? Nein, aber ich weiß, wer ihn hat. Und er hat selbst für diesen Ort unglaubliche Kräfte. Aber er ist weg. Ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Ich habe eine unbekannte Frequenz empfangen. Sie kommt aus dem Rathaus. Gut. Wo liegt das? Da oben. Sehen Sie das Gebäude mit dem großen Uhrenturm? Ja. Das ist es. Wie zur Hölle soll ich da denn hochkommen? Das ist etwas kompliziert. Kommen Sie her, dann erkläre ich's. Okay. Bin unterwegs. Scheiße. Noch keine Munition, nichts mehr. Das nervt langsam. Ich würde ganz gerne mal wieder ein bisschen... Ist das euer fucking Ernst? Ach, oh nee, ne? Ich habe überhaupt keine Munition und nichts mehr. Was soll das denn? Knickknack, ey. Na super. Ich habe einen Schuss noch, okay. Aber ich kann mir ein bisschen Leben geben, das habe ich auf jeden Fall noch. So ein fucking Shit, ey. Gut. So viel zum Thema Survival, ne? Man kann ja ab und zu diese Ölfässer umkippen. Ich muss die mal anders... Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen kann, dass man die vielleicht nutzen kann... Um die Viecher zu verbrennen, wahrscheinlich. Aber brauche ich dafür nicht ein Feuerzeug? Vielleicht kann ich auch mal reinschießen, das geht vielleicht ja auch. Testen wir mal. Nachher. So wie hier zum Beispiel, ne? Kann man ja einfach... So, erstmal mal zu O'Neill. Und zwar... Da ist der Unterschlupf, ne? Okay, versuchen zum Unterschlupf zu kommen erstmal. Das ist schon ein bisschen nervig. So ganz ohne Muni. Ist ja schon blöd. Wollen wir mal hoffen, dass es klappt irgendwie? Das wäre. Wir trotzdem irgendwas reißen hier ohne. Zumindest können wir unsere Fähigkeiten denn verbessern oder so. Was wir machen können, ist zumindest in die Werkbank reingehen, damit wir da wieder einen Save Point haben. Das wäre ja schon mal ein Vorteil. Das machen wir jetzt einfach mal. So, 90 Waffenteile. Irgendwas herstellen hier? Nix. 90 können wir auch nicht großartig machen, oder? Ah, warte mal. Brauchen wir hier? Nee, 200 brauchen wir da. Und das unten? 120. Okay. Ah ja, wir erstmal zu O'Neill. Da ist schon wieder einer.
Ich hoffe, da ist auch nur einer und nicht gleich zwei, drei wieder. Aber ich meine, da ist nur einer. Ich konnte nur einen sehen zumindest. Sagen wir mal so. Wo ist die hin? Ich sehe die leider nicht. Wo hat sie sich hingestellt? Oh, haben wir Glück gehabt. Oh. Oh. Oh, es ist doch nicht euer Ernst, ey. Warum kann man die nicht mit einmal töten? Warum muss man immer so lange brauchen bei der? Wie blöd. So, wir müssen nämlich hier hin, sehe ich gerade, weil das ist der andere Unterschlumpf, wo wir noch gar nicht rein können. Gut, und da müssen wir noch runterlaufen, ne? Oh. Es kommt natürlich überall wieder neue Monster, was wir ja schon wissen. So viel Munition hat man noch gar nicht gefunden im Spiel, dass man so viel rumballern kann. Es sei denn, man ist nur rumgelaufen die ganze Zeit, ohne zu schießen. Dann würde man es, glaube ich, schaffen, aber sonst never ever. Gehen wir hier längs. Es sind einfach zu viele Gegner im Spiel. Jetzt mal darüber. Dass wir von keinen gesehen werden. Und ich hoffe, der Typ hat ein bisschen Munition für uns. Denn nur hier rumzuschleichen und nichts zu killen, ist auch ein bisschen langweilig. Und dadurch, dass man nichts killt, kriegt man ja auch nichts. Weder diese grüne Plörre noch irgendwas anderes. Deswegen. Das sind zumindest mal wieder ein paar Kisten, die man mal ein bisschen zerstören kann. Das machen wir jetzt auch. Hoffentlich finden wir hier dann ja auch was. Ja, ein paar Waffenteile, okay. Wir müssen auf jeden Fall diese Armbrust nochmal finden. Die ist auf jeden Fall ganz wichtig, glaube ich. Schade, ich dachte, ich könnte hier locker durchsneaken. Das kann ich gar nicht. Da ist noch was im Auto drin. Und nur hoffen, dass da jetzt nichts passiert. Und wieder irgendwie durchkommen, ohne getötet zu werden.
Weiß man aber nie. Okay. Ab da rein. Perfekt. Dann gehen wir erstmal zu O'Neill und danach machen wir uns ein bisschen stärker. So, O'Neill. Jetzt die ganze Wahrheit, nein. Okay. Ah, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist, aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden Sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, hä? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Gasmaske bekommen. Nur mit dem Gelangste okay. So, erstmal wollen wir hier ein schönes Käffchen trinken, ne? Super. Schön mal. Immer selten, dass wir volle Energie haben, nur mal so nebenbei. Okay, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Okay, ein bisschen Munition bekommen, glaube ich. Gucken wir mal rein. Ob wir auch Munition bekommen? Dafür leider nicht. Okay, aber wir können zur Werkbank gehen. Noch irgendwas herstellen. Zehn Teile reichen immer noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten. 13 Stück haben wir nur. Finde ich auch nicht so viel. Aber wir machen 2 Schuss damit und einen noch damit. So. Perfekt. Ich auch gleich nachladen. So, wollen wir direkt mal speichern? Nicht schon wieder irgendwas passiert? Perfekt. So, mehr ist hier auch nicht, ne? Zu nicht entdecken, oder? So, dann gehen wir nochmal zu der Frau und zu sehen, was wir alles so erneuern können bei uns. Was ist das für eine Tür da? War diese Tür schon immer da? Okay. Hab ich anscheinend gerade selbst entdeckt. Dass die Tür noch nicht schon immer da war. Was zum Teufel ist das? Nein, bitte nicht. Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Na gut. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Oh, wie geil. Mal einfach rumballern.
Okay. Was bringt das? Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Hä? Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Ach so, man kriegt denn hier sozusagen Sachen? Wie cool ist denn das? Kann man es nochmal machen? Kettenangriffsmodus. Schieße auf die Ziele, versuche einen Highscore zu erzielen. Erziele Kopftreffer, eine Höhe deine Treffer. Okay, versuchen wir nochmal. Im Training gemacht, leicht. So, das mal. Okay, war doch auch okay, oder? Ich weiß es nicht. Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Okay, wenn er es sagt. Ein grünes Gel erhalten und Waffenteile erhalten. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Können wir noch. Was muss man hier machen? Starte mit 30 Sekunden Versuche einen Highscore zählen. Triffst du diese Ziele, verlierst du Punkte. Sicher? Okay, wir probieren es mal aus. Ah, okay. Achso, die darf man nicht treffen, okay. Okay, warte. Aber ich habe ja jetzt nicht viel gerissen, aber warte mal. Bin wohl etwas eingerostet. Ja, wahrscheinlich. Wie ist das? Okay, das war nicht viel. Ich muss mal kurz gucken, was muss man da machen? Also, X, triffst du diese Ziele, verlierst du Punkte. Schalte sie sicher aus, indem du benachbart sie. Ah, okay. Okay, wir versuchen es mal. Das ist so ein bisschen wie so ein bestimmtes Spiel, ne? Das ist ein Tor. Okay, aber wie kriegt man denn so eine hohen Punkte da? Keine Sorge, wir sind hier unter uns. Ich verrate. Ja, verrat man keinen. Ja, normal, also ganz ehrlich. 100.000 Punkte kann man hier erreichen. Oder 40.000, wenn ich mal reiche. Ich bin bei 7.100, Leute. Bei 7.100. Ach so, die Schwarzen kann ich auch abschießen. Ich hab das. Okay, das ist, glaube ich, nicht so schwer, die Punkte zu erreichen.
Okay, also man kann es schaffen, man muss das ein bisschen üben. Der Wille ist bewundernswert, aber das Ergebnis... Das Ergebnis nicht so sehr, ist auch nett. Aber guck mal, trotzdem haben wir was bekommen. Grünes Gel 2000 und Kraut haben wir auch bekommen. Okay, aber warte mal, da kann man mehr Punkte erreichen. Ich muss es doch mal schaffen. Juhu, endlich. Trifft genau, wie ihr es beabsichtigt. Nicht wahr, Detective? Genau so und nicht anders. So, Waffenteile, 300 bekommen. Jetzt haben wir 710 Waffenteile, das ist natürlich ziemlich cooles. Gucken wir, was wir hier noch rausholen können. Okay, versuchen wir auch mal. Hier müssen wir 3.500 bekommen, um alles zu bekommen. Versuchen das mal. Oh. Oh, fuck. Der war schwer. Aber wir sind da dicht dran an den 3.500. Also von daher. Das ist wirklich beeindruckend.
Okay. Oh, ich treffe nichts. Oh, genau 300.000. Passt ja perfekt. Er trifft. Alter, den trifft man gar nicht. Boah, das war echt nicht gut. Hey, grünes Gel. Übung macht den Meister. Alter. Sehr gut, Detective. Okay, ich denke, wir haben genug geschafft. Können wir wieder rausgehen hier? Ja. Na gut, hier kann man schon üben und man kriegt sogar ein paar Sachen. So, jetzt wollen wir aber einmal hier unsere Fähigkeiten verbessern. Schauen wir mal, was wir da finden. Mein Gott, das war ganz schön anstrengend gerade, glaube ich. Leute, glaubt mir mal. Willkommen zurück. Lange gebraucht dafür.
Einen Schlüssel haben wir auch noch. Sogar zwei. Sind wir. Sind wir. Okay. Also wir haben richtig viel Gel, wie man sieht. Gucken, was wir alles jetzt verbessern können. So, dann mal gucken. Wir haben 33.000. Also auf jeden Fall können wir unsere Gesundheit mal höher machen. So, und dann kann man... Da brauchen wir rotes Gel, das wollen wir jetzt aber nicht. Wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit geringer Menge Gesundheit am Leben. Okay. Erhöht die Menge der geringen Beheilung kurz vor dem Tod. Okay, dann gucken wir erstmal das andere nochmal an. Die Ausdaueranzeige kann ruhig ein bisschen höher gehen. Chance, Angriff auch nochmal ausweichen, der ich verletzt hätte, funktioniert nicht bei den Angriffen. Okay. Verbrauch, okay. Wegen der Ausdauer beschleunigt. Finde ich ganz gut, machen wir mal. So, jetzt ist für mich eigentlich ganz wichtig der Kampf. Da muss man irgendwas Besseres kriegen. So, warte mal. Geringere Schuss zum Schießen. Geringere Schuss zum Schießen hatten wir schon. Was gibt's denn da oben? Nahkampf, darunter Angriffe mit Waffen, extra versuchen mehr Schaden. Okay. Was haben wir noch hier? List. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke herum ausführen. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung, das finde ich gut. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung, finde ich super. Okay, das ist ein bisschen teuer. Finde ich auch nicht schlecht. Hier noch kurz auf Heilung. Gesundheit mehr, wenn du. Du geringst Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Was ist hier? Halt. Du hast mehr gesagt, wenn du Gegenstände benutzt. Ja, okay. Steige die maximale Lebensanzeige. Wenn der Angriff dir so viel Schaden macht, dann beißt du dich. Okay. Was gibt's denn danach überhaupt? Wir machen das einfach mal. Können wir natürlich nicht machen, okay. Haben wir nicht so viel Geld. Na gut, aber wir haben ja einiges geschafft. Gehen wir raus hier. So, und jetzt zur Werkbank. Verbesserung. Wir haben 935 Teile, was natürlich sehr geil ist. Guck mal. Erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Okay. Das machen wir einfach mal. Natürlich schon fett Schaden, das Ding. Da können wir nicht weiterkommen. Auch nicht. Ein bisschen schneller können wir euch nachladen. Okay, jetzt hier mal der Waffe mal gucken. Da kommen wir nicht weiter.
Magazingröße ist mir eigentlich gar nicht so wichtig bei der Waffe. Hat die Waffe schon besser? Ja. Können wir hier irgendwas herstellen? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ja, hier. Ja. Gut. Speichern sollten wir vielleicht auch. Ja. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier an, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube nicht. Was Neues ist hier nicht. Gut, ja, dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.